Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video geht es um die Sicherheit unserer Daten quasi. Genauer gesagt um Network Monitoring oder Netzwerküberwachung halt. Da gibt es ja unzählige Möglichkeiten bzw. Tools. Nun, ich will euch eins davon zeigen, das kostenlos und auch sehr gut und praktisch ist, finde ich. Und zwar deshalb, weil wir damit nicht nur unsere Netzwerkverbindungen jederzeit im Blick haben, sondern wir können diese auch kontrollieren, wir können den gesamten Traffic per Mausklick blockieren, wir können alles protokollieren, in Logfiles Regeln erstellen. Es hat also auch eine Art Firewall-Funktion oder zumindest, es funktioniert nach ziemlich ähnlichen Prinzipien wie eine Firewall. Und genau, eine coole Option ist auch, dass wir jedes Mal, wenn irgendeine Verbindung von irgendeinem Prozess im Hintergrund hergestellt wird, beziehungsweise versucht, dann werden wir gewarnt, beziehungsweise gefragt, ob wir diese erlauben wollen oder nicht. Ja, das werden wir aber gleich sehen. Das Programm heißt NetStalker, aktuell in der Version 1.4, denke ich, und wie schon gesagt, Freeware. Es gibt da auch eine portable Version, wir müssen also nicht mal großartig etwas installieren, was ich eigentlich auch sehr cool finde. Und ja, die portable Version, die habe ich mir schon heruntergeladen hier und starte das jetzt einfach mal. Genau, Stereo NetStalker nennt sich das irgendwie. Und wenn wir jetzt beim ersten Mal starten, wir sehen hier, dass jetzt der Filter, der Traffic gefiltert ist. Ich denke aber, dass standardmäßig so aussieht, ja, dass es nicht gefiltert ist. Das wird nur monitorisiert einfach. Wenn wir den Traffic auch filtern wollen, sprich auch so ein bisschen als Firewall nutzen, dann müssen wir hier einfach den Filter-Level, ja, Filter-Traffic aktivieren, damit die Regeln hier greifen halt. Genau, also hier haben wir unter Activity ein Fenster mit einer Übersicht mit allen Verbindungen, ob diese nun lauschend oder hergestellt sind. Hier, wir sehen hier beispielsweise, dass dieser Prozess hier Protokoll, TCP, lokale Adresse, hier, das ist der Localhost hier, eine Verbindung mit diesem Server irgendwie über HTTPS hier hergestellt hat. Ja, die Verbindung steht gerade, die ist jetzt gerade weg. Okay, also hier sind die aktuellen Verbindungen, wie gesagt, dann haben wir hier unter Policy ein paar vordefinierte Regeln, die können wir natürlich auch bearbeiten hier, je nach Bedarf, oder neu erstellen. Wir können uns neue Regeln erstellen einfach, ja, wie bei einer Firewall eben. Log-Events hier sind disabled. Ich mache mal beispielsweise für HTTPS hier mit dem Doppelklick und Log-Events enablen, damit das alles auch protokolliert wird. Ja, da wird eine Log-File geschrieben. Werden wir auch gleich sehen. Zack, aktiviere das einfach mal. Die Regel ist auch aktiviert. Okay. Zack, hier sind die Logs eben. Ja, unsere Berichte halt. Zack. Genau. Wir haben jetzt hier, genau, was cool ist hier, wenn wir uns Regeln erstellen, wir können uns diese Regeln speichern, hier Save oder Save Policy As und hier eben speichern, ja, ich mache mal jetzt einfach mal für den Beispiel hier Test und wir können diese dann auch wieder importieren oder hin und her switchen halt, indem wir hier auf File, Open, Policy File und hier Hi, wir nehmen jetzt normal, zack, genau, das sind jetzt andere Regeln wieder, ja. Wir können also ganz einfach hier und hier switchen, wie gesagt. Ich nehme mal wieder Hi
beispielsweise, ja, hier sind weniger, jetzt ist, ups, genau, hier muss man wieder aufpassen, dass, wir sehen jetzt hier diese Regel, reject alles, also hier wird alles geblockt einfach. Die ist mir jetzt hier gerutscht, genau, die muss nach unten, das ist ganz wichtig, ja, weil diese Regeln, die werden hier, ja, von top to down abgearbeitet. Und wenn diese Regel jetzt hier ganz oben ist, dann greift hier natürlich keiner mehr, weil zuerst wird diese Art gearbeitet und die blockt alles. Genau, das nervt jetzt ein bisschen. Wir machen das wieder ganz unten. Ich denke, das geht jetzt ohne Neustart. Genau, hier haben wir nochmal ein paar Optionen, Präferenzen, also die Sprache mit Windows starten oder nicht. Die Sprache lasse ich jetzt einfach mal auf Englisch, weil auf Deutsch ein bisschen ja, die Übersetzung etwas verwirrend ist. Dann können wir hier No Filter, also da wird alles nur monitorisiert. Hier können wir filtern. Dann haben wir hier die Möglichkeit Block All Traffic, also das wird alles blockiert jetzt. Zack, mit einem Klick. Ich mache mal wieder filtern. Hier können wir das Monitoring einfach pausieren. Das dauert immer einen ganz kleinen Moment. Genau, ist pausiert. Ich schalte mal wieder ein. Und gefiltert, okay. Hier kann man nochmal, ja, vielleicht besser sehen, übersichtlicher. Was ich euch aber jetzt eigentlich zeigen wollte, ist, wie cool das ist, und zwar wenn ein Prozess im Hintergrund sich mit dem irgendwie im Internet mit irgendeinem Server verbinden möchte, ja, wir würden da normalerweise nichts mitbekommen. Ja, wenn das der Fall ist, dann wird uns das Programm hier warnen. Ich versuche das mal hier irgendwie zu simulieren vielleicht, und zwar indem ich hier ein Programm installiere vielleicht, nein, genau. Und das ist jetzt hier das Pop-up, was hier aufpoppt, wenn beispielsweise dieser Prozess versucht jetzt eine Verbindung herzustellen mit dieser Server, das ist die IP-Adresse, mit dieser Prozess-ID und hat auch eine vertrauenswürdige Signatur irgendwie. Wir können jetzt den Verbindung killen, hier den Prozess killen oder aber die Details anschauen, wenn uns danach ist, wie wir sehen hier Raspberry Pi, okay, trusted, ja, ich vertraue das jetzt einfach, ist für mich auch vertrauenswürdig, irgendwie, ich klicke mal auf Trust und schon ist die Verbindung hier hergestellt. Ja, und so bekommen wir jedes Mal eine Warnung halt, wenn irgendein Prozess, wie gesagt, vielleicht ohne unser Wissen sich mit irgendeinem Server im Internet verbinden möchte, kann also ganz nützlich sein. Genau, die Logfiles hier, wenn wir das protokollieren hier, ich mache mal hier Enable Log Events, okay. Zack, das wird, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Programm jetzt schließen muss. Wir haben hier also in das Verzeichnis, wo das Programm installiert ist, beziehungsweise in meinem Fall hier, wo die ganzen Config-Dateien liegen unter Logs. Genau, das ist jetzt unsere Log-Datei. Wenn wir das öffnen, sehen wir hier genau die Uhrzeit, Datum, Protokoll. Das ist jetzt die lokale IP-Adresse, lokale Port und die IP-Adresse von der Remote. Server, HTTPS, Blocked Connection. Ja, wir können hier genau nachvollziehen, jederzeit, welche Verbindung wann blockiert bzw. hergestellt wurde oder auch geclosed, hier geschlossen. Ja, wir haben einen coolen Überblick hier und mehr oder weniger, ja, alles unter Kontrolle. Jetzt ist mir wieder hier unter Kontrolle. Genau, ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts vergebe. Wir können hier noch ein bisschen filtern, ja, da können wir ein bisschen spielen, hier nur die UDP anzeigen oder nicht. Ich hoffe, dass es verständlich genug war für euch.
und auch hilfreich. Ja, dass ich euch damit irgendwie weiterhelfen konnte. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Download-Link findet ihr bei Bedarf unter dem Video natürlich. Ja, Abo und Glocke nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.